Also jedenfalls, wir haben es mit mehr, also auch mit vielem Glück überstanden, aber ich hatte, wie gesagt, eine sehr geborgene Kindheit in meiner Familie und wir haben, meine Eltern haben auch viel über die politischen Verhältnisse gesprochen. Wir haben auch viel Besuch gehabt. Meine Tanten, meine Freunde meiner Eltern kamen und die Küche war dann bei uns immer die Anlaufstation. Wir hatten eine Zwei-Zimmer-Wohnung im Vorderhaus. Das war damals immer schon ein Status. Meine Klassenkameraden, die haben nicht so gut gewohnt teilweise. Die hatten zum Beispiel auch in diesem berühmten Hussitenhof, der sehr also damals schon berüchtigt war. Das war ein Wohnkomplex mit 10 Höfen, die von der Hussitenstraße zur Ackerstraße durchging und die Höfe, die Räume, also die Öffnung der Höfe war sehr eng, dass man praktisch unten im Hof gerade mal noch die Sonne, den Himmel sehen konnte, die Sonne nicht mehr. Die Häuser hatten meistens 4, 5 Stockwerke, waren aber verhältnismäßig hoch. Und die hatten alle da ging man direkt vom Flur in die Küche und von der Küche ins Zimmer und das waren nur meistens 1 bis 2, höchstens 2,5 Zimmer. Also 3 Räume, aber 2,5 Zimmer. Auch Küche sehr dunkel dann, ja? Dunkel auch, diese Hinterhöfe und also jedenfalls, da wohnte eine meiner Klassenkameradinnen und ich war doch sehr erschüttert, als ich da kam. Da waren ja auch noch die Geschwister da. Als Kind hat mich das doch schon ziemlich schockiert. Wir hatten also, wie gesagt, eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Innentoilette. Und deshalb habe ich also auch, im Wohnzimmer dann auf der Couch geschlafen. Als ich dann nachher so 6, 7 Jahre alt war, sonst habe ich noch mit meinen Eltern im Schlafzimmer geschlafen. Und das waren sehr helle, schöne Räume mit je einem großen Fenster. Und das hatte uns auch dann so eine kleine Tarnung gegeben, weil wir keine Fahne hatten, keine Nazis, keine Hakenkreuzfahne. Und mein Vater wollte die nicht raushängen und wir haben es auch nicht gemacht. Weil neben uns und rechts neben uns eine Fahne hing, konnte man das nicht so genau feststellen, wenn man die Räumlichkeit nicht genau kannte. Naja, und ich bin also, wie gesagt, in einer sehr schönen Grundschule gewesen, in der Wattstraße. Da war noch ein alter Rektor, Rektor Bauer, der nachher auch bekannt war bei den Kreisen, die gegen Hitler gedacht und auch teilweise gehandelt haben. Widerstand konnte man ja nicht offen leisten, aber man konnte sich untereinander helfen. Und das hat dieser Mann auch getan. Das habe ich aber erst im Nachhinein über die Gedenkstätte Deutscher Widerstand erfahren, dass dieser Rektor Bauer den Pfarrern, in der bekennenden Kirche waren, viel Rückenwind gegeben hat, also ja, viel den Rücken gestärkt hatte. Mhm. Und bei dem waren wir dann in den letzten Jahren, er hatte uns dann in den letzten 2 Jahren als Klassenlehrer und da haben wir noch sehr, sehr viel gelernt. So viel, wie ich heute feststelle, die jungen Menschen in den Schulen manchmal in den 7., 8. und 9. und 10. Klasse nicht mitbekommen. Also er hat uns noch sehr, sehr viel gegeben, aber er meinte auch, wir wären noch eine sehr neugierige und aufgeschlossene Klasse gewesen.